die Strukturanalyse. Hier geht es darum, unser Analyseobjekt aufzuteilen in Systeme, Subsysteme, Komponenten. Zu zeigen, was das Analyseobjekt strukturell alles beinhaltet. Das bedeutet, dass wir in jedem Fall eine grafische Darstellung bevorzugen. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an. Die erste ist ein Strukturbaum. Baumartig entfaltet sich der Inhalt, die Systemelemente des Analyseobjektes oder Blockdiagramme. Wesentliche Fragen, die hier beantwortet werden müssen, lauten: Aus welchen Systemen und Subsystemen besteht unser Analyseobjekt? Wie teilen wir die auf? Wo sind deren Systemgrenzen? Und hier, ganz wichtig, wie können wir Systemgrenzen funktional definieren? Was nicht ratsam ist, Systemgrenzen zu definieren nach Stücklistenstrukturen, nach Montagereihenfolgen und Ähnlichem. Hier folgt die Struktur, die Definition der Systemgrenze, der Funktionsidee des Systems. Wenn wir über Blockdiagramme gehen, spielen die Schnittstellen eine ganz entscheidende Rolle. Wo sind die äußeren Schnittstellen des Systems? Wenn ich das System dann in einem Blockdiagramm in Subsystemen darstelle, auch die inneren Schnittstellen des Systems. Wenn ich das grafisch darstelle, lande ich beim Blockdiagramm. Das Blockdiagramm bildet dann den Eingang, den Input für den nächsten Schritt, nämlich die Funktionsanalyse. Ein paar Tipps und Tricks für die Strukturanalyse. Ich empfehle unbedingt, in der ersten Ebene bei einer Baumdarstellung nicht das Analyseobjekt darzustellen, sondern das System der höchsten Ordnung. Konkret, wenn ich ein System für ein Fahrzeug entwickle, dann ist die erste Ebene des Strukturbaumes das Gesamtfahrzeug und nicht unser Analyseobjekt, wie beispielsweise das Getriebe. Und eine zweite Empfehlung, wenn ich über ein Blockdiagramm gehe, unbedingt die Schnittstellen in drei Kategorien einteilen, denn das kennzeichnet Schnittstellen, es findet Austausch statt. Wir können dort drei Arten Dinge austauschen. Wir können Signale austauschen, das ist Kategorie 1. Wir können Energien austauschen, Energie natürlich aller Art, thermodynamisch, Temperaturen, mechanische Energien. Und die dritte Kategorie, wir können Stoffe, wir können Materialien austauschen. Bitte das möglicherweise farbig kennzeichnen, weil das wiederum ein ganz wichtiger Input ist für die Funktionsanalyse.